Ja, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal zu einem weiteren Webinar von Embarcadero Germany. Mein Name ist Matthias Eising und in den nächsten Dreiviertelstunde, Stunde geht es darum, Red Studio 11.2, 11.2 Ask Me Anything Fragen zu beantworten. Zwecks dessen werde ich auch ein wenig vom Red Studio 11.2 erzählen, ein neues Release, was wir just vor einigen Tagen rausgebracht haben und da auch einige Neuerungen generell vorstellen. Wie bereits gesagt, mein Name ist Matthias Eising, sogenannter Senior Sales Consultant, schon relativ lange bei Ballern, Inpreis, Ballern, CodeGear, Embarcadero, jetzt Adera dabei. Macht Delphi auch schon seit einiger Zeit und agiere hier aus dem Büro in Langen in der Nähe von Frankfurt. Einige Worte möchte ich zur Version 11.2 verlieren, um hier auch einige Highlights darzustellen. 11.2 steht ganz klar unter dem Fokus Qualitätsrelease. Das heißt, wir haben viel unter der Haube gemacht, was vielleicht nicht ganz offensichtlich ist, aber wir haben auch einige offensichtliche Neuerungen mitgebracht, die vor allem der Entwicklerproduktivität zugutekommen. Das heißt, wir haben viele kleine Dinge verändert, die doch durchaus auch auf Kundenbasis zurückzuführen sind und die auch einige Verbesserungen mit sich bringen, die man wirklich sehr, sehr gerne mitnimmt. Das heißt, Verbesserungen gerade im Bereich von High DPI, von der Benutzerfreundlichkeit, das ist das Punkt Release, 11.2 Release, was wir hier zur Verfügung gestellt haben. Für alle Kunden, die eine aktive Lizenz haben, Download unter my.embarcadero.com, entweder als Webinstaller oder aber auch als komplette ISO-Datei. Um es kurz zusammenzufassen, von der IDE-Verbesserung haben wir eine Syntax-Hervorhebung bei der CPU-Ansicht, eine sogenannte Markdown-Unterstützung, Verbesserung bei den Editor-Tabs. Ja, da gab es immer wieder Kritikpunkte mit den kleinem X, mit dem man einen Tabulator im Editor oder im Formulardesigner schließen kann. Das haben wir jetzt sogar konfigurierbar gemacht, dazu nachher noch einiges mehr und das werde ich dann auch zeigen. Code Inside, eine ewige Baustelle, auch die haben wir wiederum verbessert. Wir haben natürlich die Verbesserung von C++ Code Inside der Version 11.5 mit hineingenommen, mit einem T. Und auch das Help Inside wiederum verbessert, respektive wieder auf einen Stand gebracht, der vor der Version 11 einfach der Status Quo war, inklusive XSLT. Darüber hinaus auch für gerade Leute, die mit Cross-Plattform arbeiten oder ganz allgemein mit if-def-Anweisungen, die auf bestimmte Plattformen überprüfen, inaktiver Code wird wahlweise auch ausgeblendet. Eine echte Neuerung ist der sogenannte iOS-Simulator. Der iOS-Simulator, den wir schon seit Jahren nicht mehr im Produkt haben, der ist jetzt auch neu in das Red Studio 11.2 als neue Zielplattform aufgenommen worden, auf dem aktuellen Stand. Das möchte ich hier wirklich betonen. Früher war es einfach so, ja, wenn man irgendwo noch so einen ganz alten, schrubbeligen iOS-Simulator nutzen wollte, ging das noch. Das ging jetzt seit drei Versionen, seit etlichen Jahren auch nicht mehr. Wir haben den iOS-Simulator von Grund an neu aufgebaut. Er adressiert allerdings nur den iOS-Simulator für die ARM-Plattform. Das heißt, wenn ihr einen M1 oder M2-Rechner habt, sprich macOS, braucht man auf jeden Fall. Xcode muss installiert sein und ihr nutzt den iOS-Simulator, muss dieser iOS-Simulator auf einem M1 oder M2-Chip von Apple laufen, sogenanntes Apple Silicon, dann könnt ihr den nutzen mit dem schönsten, neuesten, besten SDK, was es hier an der Stelle gibt. Neu auch, wir sind bei Delphi Linux auf den LLDB für den Debugger umgestiegen, also nicht mehr den klassischen Debugger. Wir haben das Android Ziel API auf Android API Level 32 gehoben. Ja, man kann davon ausgehen, dass es dann irgendwann auch mal von Google, respektive dem Google Play Store, gefordert wird. Damit haben wir wieder Luft. Also man kann davon ausgehen, dass es irgendwie 2023, 2024 von Google, dem Play Store, auch gefordert wird. Dann ist man damit auch schon auf der sauberen Seite.
Remote Debugging für C++ Win64 haben wir auch wiederum verbessert. Da gab es einige Ungereimtheiten, gerade bei der Evaluierung von Variablen, lokalen Variablen. Das funktioniert mittlerweile auch. Unter der Home im Bereich der Bibliotheken haben wir im Bereich der WebView zwei Verbesserungen durchgeführt. Wenn es darum geht, an der Stelle Darstellungen oder aber auch Ereignisse und auf diese zu reagieren, da hat das Interface von der WebView 2 DLL ein bisschen mehr geboten, was wir mittlerweile nachimplementiert haben. Allgemeine VCL, FireMonkey-Qualitätsverbesserungen, was Zlib, HTTP, REST betrifft. Beim Red-Server haben wir auch ein paar kleine Änderungen gemacht, zum Beispiel auch einen blöden Bug rausgebracht beim Red-Server, wenn es um den Red-Server Lite geht. Der Red-Server Lite hatte die Eigenschaft, dass es hier ein Zwei-Benutzer-Limit gab. Das haben wir mittlerweile raus. FireDeck auch ein bisschen aufgebohrt, das heißt ein Refind zum Beispiel auch für ADO-Komponenten. Das heißt, hat man eine ADO-Anwendung, also mit DBGO und der entsprechenden ADO-Komponentenbibliothek aufgesetzt, kann man die auch über ein Template, das ist eine textuelle Datei, auch dann relativ leicht nach FireDeck automatisiert konvertieren lassen. Des Weiteren auch sowas wie Syntax-Highlighting, aktualisierte Treiber, wenn es darum geht, irgendwo SQL-Statements zu bearbeiten, werden die in den FireDeck-Komponenten auch mit Syntax-Highlighting dargestellt. Zu einem Einzelnen, ja, generell 11er Version hat ja schon High DPI gebracht. Das ist ein nimmerwährender Prozess. Das muss man auch an der Stelle ganz klar sagen. Es gibt einige systemrelevante Limitierungen, die können wir nicht umgehen. Es gibt aber allerdings auch einige Dinge, die müssen wir umgehen, respektive vernünftig implementieren. Das haben wir mit der Version 11.2 fortgeführt. Da ist auch noch nicht alles im sauberen oder in trockenen Tüchern, wie man so schön sagt. Ich denke da zum Beispiel auch an das ein oder andere, wo dann auch nachher in den Fragen drauf eingegangen wird. Aber im Groben und Ganzen funktioniert das recht gut. Ich nutze hier im Allgemeinen 100% Darstellung. Damit habe ich innerhalb der IDE am wenigsten Probleme. Das geht natürlich nicht, wenn man irgendwo einen großen Monitor hat oder einen hochskalierenden Monitor. Für die Zielplattform ist es mittlerweile in meinen Augen sauber. Nur für die Entwicklungsumgebung mit Formulardesign und den verschiedenen Einstellungen für den Formulardesigner, gerade im Team, ist das irgendwo immer ein, ja, gut Glück, respektive nicht sauber umzusetzendes Ding. Das ist eine Systemlimitierung von Windows. Da hat David Melikon in dem großen Webinar auch schon mal darüber einiges gesagt. Neu in der 11.2 ist, dass wir auch mittlerweile Stile im VCL-Designer haben. Stile, die direkt dem IDE-Designer im Formular-Designer für VCL-Anwendungen aktiviert sind. Da muss man eventuell drauf aufpassen, wenn man selber Komponenten erzeugt, visuelle Komponenten und die in seiner Anwendung benutzt, dass hier Stile dann auch reflektiert werden. Ist aber im Allgemeinen nicht so ein riesengroßes Problem. Sieht aber besser aus innerhalb des Formulardesigners, kann man aber auch an der Stelle rum abschalten. Also, viele Bereiche, viele Dialoge haben wir wieder aktuell up to date gebracht, wie man so schön sagt. Und der VCL Designer bringt auch Stile mit. Der Hauptstil einer Anwendung wird auch im Formular Designer reflektiert. Hier sieht man das in dem Screenshot. Und das war früher nur als Option verfügbar. Mittlerweile ist es an der Stelle auch der Standard in der Version 11.2. Neu bei den Tabulatoren ist, dass Tabulatoren andere Farben mit beinhalten können. Das heißt, wenn ich irgendwo spezifische Bereiche habe meiner IDE, sei es die Welcome Page, sei es an der Stelle normale Units, sei es an der Stelle vielleicht auch Read-Only-Units aus den VCL-Quelltexten oder FireMonkey-Quelltexten, sei es aber auch so etwas wie zum Beispiel im Debugging. All diese Tabulatoren werden farblich hervorgehoben. Diese haben auch verschiedene Symbole für die verschiedenen Tab-Arten. Und das X zum Schließen eines Tabulators ist an der Stelle
auch konfigurierbar. Das schauen wir uns gleich auch nochmal kurz an. Neu ist auch die Unterstützung für Markdown innerhalb der IDE. Das heißt, hat man so etwas wie eine MD-Markdown-Textdatei, die ja im Prinzip ja, ich sag mal, so ein HTML für Arme ist, ohne irgendwo sich mit ja, eckigen Klammern lang aufzuhalten, respektive größer, kleiner Zeichen und den entsprechenden Text zur Formatierung, kann man relativ leicht seine Projektdokumentation oder zumindest mal Readmes, Erweiterungen, Hinweise zu einem Projekt in einer Markdown-Datei hinterlegen und diese auch in der IDE editieren. Das heißt, wir haben Unterstützung für Überschriften, Links, Bilder, Code, den man sich dann auch gleich in der IDE anzeigen lassen kann. Viele GitHub-Projekte basieren halt eben oder kommen mit einer entsprechenden Markdown-Datei daher. Und dann ist es einfach sehr, sehr praktisch, dass man sie auch in der IDE sich anzeigen lassen kann. Das beinhaltet auch natürlich intern die Konvertierung nach HTML. Projekte, Readmes können dann auch im Markdown sein, kann ich meinen Projektdateien hinzufügen. Und wichtig ist auch in der Version 11.2, wir sind komplett frei vom Internet Explorer. Hurra! Der Internet Explorer war immer ein wesentlicher Bestandteil zum Anzeigen vieler Bereiche oder auch früher mal der Willkommensseite oder HTML-Darstellung. Das war die Grundlage für die HTML-Darstellung innerhalb der IDE. Da sind wir mittlerweile komplett von los. Es wird kein Internet Explorer dafür verwendet. Es ist eine eigene Implementierung zur Darstellung, die intern auf HTML gerendert wird und dann auch in der IDE angezeigt werden kann. Help Inside mit entsprechender ja, Darstellungsmöglichkeit, die XSLT-Dateien, wie zum Beispiel auch für Documentation Insight, können angepasst werden, um auch das entsprechende Code Insight hier mit ja, Kommentaren, respektive Dokumentationen, Parametern und so weiter als kleines Pop-up darzustellen. Es ist auch eine sehr angenehme Neuerung oder halt eben wiederum eine Rückimplementierung in der Version 10.x und vorher war es ja schon drin, die wir mit der Version 11.2 umgesetzt haben. Praktischer finde ich persönlich auch, dass inaktiver Code im Editor ausgeblendet wird. Ausgeblendet heißt, dass er hier an der Stelle einfach so ein bisschen schwächer dargestellt wird, gerade im Bereich der Cross-Plattform-Entwicklung und der plattformabhängigen Entwicklung, die ich natürlich auch für die verschiedenen Zielplattformen einstellen kann, wird dynamisch wirklich Code ein- und ausgeblendet, ein- und ausgeblendet. Heißt jetzt an der Stelle einfach geblurrt, schwacher, schwächer dargestellt. Nicht mehr in normaler Fettschriftart, sondern in schwächerer, hellgrauer Schriftart. Das macht den Quelltext im Allgemeinen deutlich lesbarer und diese verblasste Darstellung für inaktiven Code hat dann wirklich echte, entscheidende Vorteile. In meinen Augen macht den Code deutlich lesbarer. Kann natürlich auch ausgeschaltet werden oder die Transparenz kann bearbeitet werden in der Registry, ist soweit auch dokumentiert. Code Inside von dem Zwischenrelease 11.1.5, was den C++-Builder und das Language-Server-Protokoll einen deutlichen Schritt nach vorne gebracht hat, ist natürlich auch in der Version 11.2 enthalten. Damit haben wir dann auch einen wirklich recht gut funktionierenden Code Inside für den C++-Builder, der mit der Version 11.1.5 deutlich schneller geworden ist, was wir in 11.2 übernommen haben. Es gibt durchaus einige Kunden, die haben sehr, sehr positive Rückmeldungen dazu gegeben. Klammer auf, wir hatten ja auch sehr, sehr viel Potenzial nach oben, um es mal sehr geschönt auszudrücken. Wir empfehlen allerdings auch dringend, die Konfiguration vom C++ Code Inside zu lesen. Da gibt es einige Optionen, die man einstellen kann. DocWiki, Embarcadero.com. Die ganzen Links werde ich natürlich auch nachher noch in dem YouTube-Video
in den Beschreibungstext mit aufnehmen, sodass man es hier nicht tippen muss. Dazu natürlich noch nachher einige Bemerkungen im Bereich der Fragen, die dann auch gestellt worden sind. Leistung, ein Test ergab durchaus, das Aufrufen von Code in Zeit funktioniert dann auch unterhalb von 2 Sekunden. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Funktioniert auch bei größeren Projekten deutlich besser. Die CPU-Ansicht innerhalb der 11.2er-Version hat auch eine kleine Überarbeitung erfahren, mit sogenanntem Syntax-Highlighting, also der farblichen Hervorhebung von Assembler-Code mit entsprechend unterschiedlichen Farben, sodass man sich dort schneller irgendwo zurechtfinden kann, auf einen Blick hier das besser beaugen und beäugen kann. Auch für die verschiedenen Plattformen habe ich zum Beispiel das Remote Debugging zu einem iOS-Gerät, zu einem Android-Gerät, passe sich natürlich auch in der CPU-Ansicht dementsprechend an, mit einem sehr wünschenswerten, begrüßenswerten Syntax-Highlighting in der 11.2-Version. Und das lässt sich natürlich auch wiederum anpassen, wenn man das haben will, wie man es haben will und ob man es denn überhaupt auch haben will. Die Willkommensseite hat natürlich noch ein paar kleine Verbesserungen erfahren. In der 11.1er-Version haben wir das ja schon auf VCL umgebaut. Neu in der 11.2 sind auch Get-It-Fenster, die Neuigkeiten da bieten oder kürzlich hinzugefügte Pakete. Man kann also schneller auch Pakete entdecken. Das ist so eine kleine Änderung in Get-It. Besser in Get-It sind schon 2 Veränderungen und eine davon in meinen Augen extrem begrüßungswert, ohne das jetzt irgendwo pauschal zu beurteilen. Man kann auch lokale Packages installieren. Hurra! Früher oder bis zur Version 11.1 war Get-It ein reines Online-Tool. Das heißt, ich habe irgendwo meine Übersicht über Pakete, die mir Embarcadero anbietet. Es sind ja doch schon so 300, 400 verschiedene Pakete, aber ich brauche eine Online-Verbindung. Viele, viele Kunden setzen halt eben hinter einem Proxy, der so etwas nicht zulässt. Oder Kunden sitzen in einer geschlossenen Umgebung, Lockdown-Environments, wo sie einfach keinen Internetzugang innerhalb ihrer IDE haben. Und die waren immer davon abhängig, Get-It online geht nicht. Wir werden in Zukunft verschiedene wichtige, nicht alle, wichtige Packages auch separat zum Download zur Verfügung stellen. Ich werde es auch gleich mal kurz zeigen, wie so etwas vonstatten gehen wird. Und diese Pakete können dann auf einem separaten Rechner heruntergeladen werden, als ZIP-Archiv oder wie auch immer. Ich übertrage sie auf den Rechner, der in einer Lockdown-Umgebung ist und kann dieses ZIP-Archiv, respektive das ausgepackte ZIP-Archiv, direkt in meiner IDE installieren. Jetzt kommt's, das kann ich auch für eigene Pakete machen. Das heißt, wir haben es auch soweit dokumentiert, wie sich ein solches Get-It-Paket auf oder aufbauen lässt. Und ich kann meine eigenen Komponente als Package zusammenpaketieren und als Paket installieren. Jetzt denken wir mal einen Schritt weiter. Das ist vielleicht auch für Komponentenhersteller ein sehr, sehr guter Weg, Komponenten zu distribuieren, weil ich hier wirklich einen uniformen Weg habe, um Komponenten in der IDE zu installieren, inklusive On-the-Fly-Kompilation. Schauen wir uns an der Stelle einfach mal an. Aber was ich damit sagen will, ist nicht nur der Weg, eigene Komponenten oder Fremdherstellerkomponenten, sondern auch wichtige Pakete wie zum Beispiel ja, Navigator, Bookmarks oder Abbrevia oder aber auch Async Pro. Bitte nicht festnageln auf diese Pakete, die ich jetzt genannt habe. Prinzipiell haben wir die Möglichkeit, diese auch separat zur Verfügung zu stellen und dann auch offline zu installieren. In meinen Augen eine der begrüßenswertesten Errungenschaften der 11.2-Version. Und das ist wirklich praktisch. Das schauen wir uns an der Stelle auch mal kurz an. Also, kurze Demo. Wie gesagt, es geht ja heutzutage um das Ask Me Anything. Von daher will ich mich hier auf einige wichtige Highlights der IDE beschränken.
Was habe ich hier? Hier habe ich ein Windows 11, ja, nichts Besonderes, sage ich mal so frei. Das Ganze nutze ich unter macOS, vor allem bei Fusion. Habe dem ein bisschen RAM zugewiesen, ein paar CPUs zugewiesen. Das ist jetzt noch der 21 H2-Bild. Ja, seit gestern oder so gibt es ja den 22 H2-Bild. Habe ich hier noch nicht installiert. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt an der Stelle mir schon soweit angeboten wird. Irgendwas wird da wahrscheinlich auch nochmal kommen. Ist es eher? Ich weiß es nicht. Aber das machen wir jetzt heute nicht. Starten wir das Red Studio mal. 11.2 mit einem, ja, leicht anderen Splash-Screen, wie man so schön sagt. Es ist jetzt hier die Architect-Edition, also im Prinzip die Enterprise-Edition mit einigen Zusatzwerkzeugen, die über die Lizenz abgedeckt sind. Ja, was haben wir jetzt hier an der Stelle? Windows VCL-Anwendung. Ich hatte es ja bereits schon mal erwähnt. Hier hat man jetzt auch die VCL-Stile gleich mit integriert. Das heißt, innerhalb des Formulardesigners habe ich hier vielleicht mal die eine oder andere visuelle Komponente, die auch im Formulardesigner unter dem Stilaspekt hier gleich läuft. Hat man jetzt hier einige visuelle Komponenten und ändert jetzt an der Stelle auch irgendwo mal die Ansichtsoptionen, das Erscheinungsbild. Was haben wir hier? Aqua Slate Light. Machen wir mal etwas Hübscheres. Hübsches relativ. Ja, nur zu Demonstrationszwecken. Glow ist jetzt auch der Standard-Default. Sieht man das dann auch hier innerhalb des VCL-Formular-Designers, dass es sich hier anders darstellt. Ist jetzt hübsch, kann man ausschalten in den Stuhlsoptionen, aber man hat auch gleich einen Eindruck davon, wie sich das Ganze denn mal darstellen wird. Ob jetzt der Button hier gehighlightet ist oder nicht, das wird natürlich dann auch on the fly hier gerendert. Auch hier sieht man dann auch schon mal gleich innerhalb der IDE, ja, gehe ich hier mal auf verschiedene ja, Libraries und so weiter und so fort. Sieht man dann auch innerhalb der Tabulatorenansicht. X ist da, hinter dem Read-Only kann man das hier an der Stelle irgendwo über die Registerkartenoptionen hier konfigurieren. Ja, die Schließenschaltfläche immer anzeigen, nur auf aktive Registerkarte anzeigen oder Schließenschaltfläche nicht anzeigen. Lässt sich hier beliebig konfigurieren und die benutzerdefinierten Farben für die Registerkarten zulassen. Das ist soweit in bester Ordnung. Praktischer ist natürlich auch schon hier je nach Zielplattform. Was habe ich jetzt hier definiert? Ist es jetzt hier an der Stelle irgendwo ein 64-Bit-System? Ich kann ja mal irgendwo eine Plattform hinzufügen in meiner wahnwitzigen Anwendung und die entsprechende Plattform hin und her schalten. Da sollte man jetzt hier auch sehen, dass gewisser Code hier ein- und ausgeschaltet wird, respektive dementsprechend hier einfach mal gehighlightet wird oder halt eben ausgeblendet wird, dass man auf einem relativ schnellen Blick hier einen Überblick darüber bekommt, welcher Code dann jetzt auch tatsächlich mit in das Kompilar einfließt. Ist eine sehr, sehr praktische Sache. Auch hat man vielleicht irgendwo mal, ja, jetzt habe ich hier nicht besonders viel drin. Ich mache es einfach mal so, Debug-Fenster. CPU-Fenster haben wir jetzt natürlich nicht. Tools-Fenster und so weiter und so fort. Was haben wir dann hier auch noch mal? Irgendwo den Datenexplorer, ja, den haben wir, Vorlagen, Refactorings, Bookmarks. Je nachdem, welche Tabulatorenart man hat, werden wir nachher noch mal sehen, mit entsprechendem Debug, was ich hier mit reinbringen kann oder was auch immer. Auch, ja. Ja, haben wir noch gar nicht zugelassen. Okay. 64-Bit. Da wollte ich jetzt eigentlich mal hin. Ja, haben wir natürlich kein Breakpoint. Egal. Könnte ich jetzt ändern. Lassen wir es an der Stelle, werden wir nachher noch sehen. Auch verschieden andersfarbige Tabulatoren, die hier oben mit dargestellt sind. Kleines Beispiel für Markdown-Support. Das alte möchte ich mal nicht speichern. Hier habe ich den klassischen Videoplayer als Beispielanwendung mit der entsprechenden Markdown-Datei, die mir hier auch direkt in der IDE dargestellt werden kann. Kann man jetzt natürlich auch hier beliebig verändern, wenn man jetzt hier irgendwo nochmal
etwas hinzufügt, wie zum Beispiel neuer Eintrag als Markdown-Editor, das in der Vorschau mit übernehme, dann sollte ich das jetzt hier natürlich auch Sternchen, neuer Eintrag, haben wir soweit. Machen wir noch den Link dazu. Neuer Eintrag. Dann wird mir der auch in dem Preview automatisch hier dann dargestellt. Oder dem entsprechende Header, neuer Header oder auch 1, 2, 3, 4, kleiner Header in der Vorschau mit dargestellt. Okay, so haben wir es dann auch soweit. Puh. Es war jetzt ja nicht unbedingt so besonders dramatisch. Kann ich dann hier auch wieder schließen. Das alte möchte ich mal nicht speichern. Generell natürlich auch, wenn ich irgendwo hier meine entsprechenden Tooltips habe, respektive Hinweise, kann ich sie auch dann direkt innerhalb meiner entsprechenden Hinweise direkt draufklicken. Also ich habe hier auch Links mit dabei. Ich habe natürlich auch hier die Möglichkeit, entsprechende XML-Dokumentationen zu hinterlegen. Wo waren wir jetzt hier? VCL Media Player. Dokumentation als XML, da haben wir jetzt nicht allzu viel mit dabei. Haben wir irgendwo hier noch was dabei? Oben im Header Interface-Teil auch nicht. Ist jetzt hier ein relativ übersichtliches Beispiel. Aber auch hier nochmal sehr schön entsprechender Code wird auch ausgeblendet. Wollten wir jetzt hier nochmal kurz sehen. Für alle unter uns, die C++ benutzen, funktioniert das jetzt wirklich? Ja, schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Ich mache mal eine neue VCL-Formularanwendung, gehe jetzt hier einfach mal in den Quelltext-Editor. Man sieht das auch: Code Inside, Indizierung, zwei verbleiben. Das dauert natürlich bei neuen Projekten immer etwas. Ich kann das Ganze auch schon mal soweit erstmal abspeichern. Wird man natürlich meine Ereignisbehandlungsroutine wiederum gelöscht, weil nichts dabei war und Code Inside rattert. Aber ich kann hier generell relativ schnell das Code Inside aufrufen. Jetzt habe ich wirklich den kompletten Zugriff. Das sind weit über 85.000 Möglichkeiten, die ich jetzt hier prinzipiell hätte. Er indiziert im Hintergrund einfach immer noch. Aber das Code Inside kommt beim C++-Builder wirklich so, wie ich es denn auch erwarten würde. Wie man es an der Stelle von normalen Umgebungen her kennt, von normalen C++-IDEs, muss man hier wirklich tatsächlich mal so sagen, das ist schon wirklich gut und auch schnell geworden. Und das funktioniert also, jetzt ist es auch komplett fertig. Und wenn ich hier mal durchgehe, das ist also ein riesiger Rutsch, den er hier wirklich mal in kurzer Zeit mit indiziert hat. Schaut man sich das Ganze mal im Explorer an, sieht man dann auch die im entsprechenden Cache, den er hier für die verschiedenen Dateien hinterlegt hat, je nachdem, wo ich dann stehe. Und da hat er schon einige 728 Elemente hier mit hineingebracht. Kann man mit ins Versionskontrollsystem mit aufnehmen oder aber auch nicht. Jetzt haben wir hier tatsächlich mal eine Anwendung. Wollen die an der Stelle auch mal debuggen lassen, um jetzt auch mal in die CPU-Ansicht zu kommen. Das hatte ich ja soweit versprochen. Ist jetzt ja natürlich eine C++-Bilder-Anwendung. Und das geht jetzt natürlich auch wunderbar. Hier haben wir dann Syntax-Highlighting innerhalb der CPU-Ansicht. Und das wollte ich dann auch zeigen. Und dann auch hier wiederum verschiedenfarbige Tabulatoren mit allem, was da zugehört. Getit war noch so ein weiterer Punkt über den Getit Package Manager. Da gab es ja prinzipiell zwei verschiedene Neuerungen. Ich gehe hier einfach mal auf alle. Der ist mit der Version 11.1 auch deutlich schneller geworden. Also da wird unter der Haube mittlerweile auch relativ viel gecached. Ich kann zum Beispiel auf die Sprache hier mittlerweile filtern. Das ist eine Neuerung, die wir in 11.2 mit dabei gebracht haben. Und ich habe hier den relativ unscheinbaren Punkt lokales Package.
Package laden. Das möchte ich jetzt an der Stelle auch mal machen. Frei nach Jean Pütz habe ich das hier schon mal vorbereitet. Abrivia, Komponente, Dreh- und Angelpunkt ist eine sogenannte JSON-Datei. Ich öffne die einfach mal mit einem Editor meiner Wahl, dem Editor. Und da sieht man im Prinzip auch, wie so etwas Ganze hier funktioniert. Ja, nicht verwirren lassen von Backslashes, Forward-Slashes und so weiter und so fort. Das ist jetzt hier an der Stelle. Aber die eigentliche URL ist das, wo es herkommt. Und das kann jetzt hier ein lokales ZIP-Archiv sein. Die HTTP-Referenzen hier in dieser JSON-Datei sind einfach nur anzeigetechnisch möglich. Und da gibt es dann auch verschiedene Action-IDs, die es mir dann erlauben, die verschiedenen Packages durchzukompilieren on the fly. Action-ID 6 ist halt eben das Kompilieren eines Packages und anschließend auch hier das Hinzufügen von entsprechenden BPL-Packages, Datei, die dann kompiliert worden sind, Install Packages oder Add Optional Path, was jetzt hier auch mit hinzugefügt werden kann. Diese JSON-Datei ist der Dreh- und Angelpunkt. Sage jetzt an der Stelle einfach mal öffnen. Dann wird mir hier auch die Lizenzdatei angezeigt. Das Ganze können wir uns von der Struktur auch mal anzeigen. Das war Abrivia Local. Da hatten wir das dann auch schon mit drin. Da ist im Prinzip die entsprechende Lizenzdatei, die wird mir angezeigt, ein Icon, die JSON-Datei, die wir geöffnet haben und das ZIP-Archiv. Und im ZIP-Archiv sind sozusagen einfach nur die Standarddateien eines entsprechenden GitHub-Polls hier mit dabei. Die entsprechende Lizenzdatei wird mal angezeigt, sagen wir jetzt mal alles zustimmen. Das ZIP-Archiv wird jetzt hier lokal nach lokal entpackt. Die ganzen entsprechenden Dateien werden hier kompiliert. Das sieht man jetzt hier auch im Hintergrund, respektive die Packages, und die Packages werden installiert. All das ist möglich. Internet-Konnektivität brauchte ich dafür nicht. Hoho, ich habe hier auch einen neuen Eintrag, ein lokal installiertes Package. Prima. Das heißt, habe ich gefiltert, filtert alle Sprachen, alle sortieren nach Name lokal, Abrivia Local, und ich habe das hier soweit mit dabei. Okay, prima. Kannst auch wieder deinstallieren. Gucken, ob das auch funktioniert. Ja, frei nach Jean Pütz habe ich das auch schon mal ausprobiert. Abrivia 10.6, da muss man sich jetzt nicht von irritieren lassen. Und siehe da, er hat das Paket installiert, deinstalliert, inklusive den entsprechenden Optionen für den Source Path und so weiter und so fort. Das war jetzt einfach mal der kurze Überblick über die 11.2-Version. Den wollte ich an der Stelle auf jeden Fall bringen und dann jetzt auch auf die Fragen eingehen. Die Fragen der verschiedenen Teilnehmer, da werde ich die Teilnehmer nur mit ihrem Vornamen ansprechen, um halt eben nicht Vorname, Nachname, irgendwo eine Rückverfolgbarkeit, eine potenzielle Rückverfolgbarkeit auf die Teilnehmer darzustellen. Und das ist jetzt dann der Stelle einfach so. Fangen wir mit Thomas an. Thomas hat mir geschrieben, ja, er hat relativ häufig das Problem beim Kompilieren, dass irgendwann mal erscheint, Canvas erlaubt kein Zeichnen. Es ist generell ein Problem, das kann schon mal auftreten, wenn ich irgendwo versuche, auf einem Zeichenbereich, auf einem Canvas was zu malen, aber der Canvas ist nicht da oder erlaubt kein Zeichnen und so weiter und so fort. Das ist ein Problem. Ja, natürlich kann ich das nicht nachvollziehen. Das ist die pauschale Antwort meiner Seite. Nein, ernsthaft. Das dürfte zu 95% Wahrscheinlichkeit von einer Fremdherstellerkomponente respektive einem Plugin herrühren. Das habe ich auch mal bei uns in der Support-Datenbank nachgeschaut. Canvas does not allow painting und so weiter und so fort. Habe dazu einige Einträge gefunden und das war fast immer auf ein Third-Party-Plugin zurückzuführen. Ich will es jetzt nicht pauschal verurteilen. Da gibt es so Third-Party-Plugins wie CNPack oder andere Packs, die die IDE erweitern. Man müsste das näher analysieren. Generell natürlich hier die Empfehlung unter www.embarcadero.com/support einen Support-Case dafür aufzumachen. Aber um einfach die Abhängigkeit von
IDE-Plugins auszuschließen, kann man die IDE natürlich auch ohne diese Plugins sauber starten. Ich selber habe dazu mal einen Blogartikel geschrieben, findet sich hier unten auch in diesem Link. Wie gesagt, in YouTube-Beschreibungstext werde ich diesen Link dann auch mit hineinbringen, um das Ganze mal nachzuvollziehen. Das dürfte auch der Folgefehler sein, dieser Exception. Wie gesagt, am besten mit dem Support zusammenarbeiten, will man das selber analysieren, Thomas, hier in Verbindung mit dem sauberen Start der IDE einfach mal diese IDE-Erweiterung auszuschalten. Ja, ich weiß um die Problematik, dass das Ausschalten von Plugins oder Komponentenbibliotheken hier dann das eigentliche Projekt, an dem ich arbeite, nicht mehr kompilieren lässt, weil ich brauche halt eben diese Komponenten, die damit auch ausgeschaltet werden. Das Ganze macht es halt eben an der Stelle relativ kompliziert. Aber es ist leider Gottes, Gott sei Dank, je nachdem, wie man es sieht, zu 95% ein Problem von Fremdherstellerkomponenten, insbesondere IDE-Plugins. Tut mir natürlich leid, dass das immer wieder ein Neustart von Delphi bedeuten könnte, ist aber an der Stelle so, muss man analysieren, wo es herkommt. Ich will die Schuld nicht komplett von uns schieben. Das kann natürlich auch aus der IDE herrühren, aber die Erfahrung hat immer wieder gezeigt, dass es zumeist Fremdhersteller Komponenten oder Plugins sind. Daniel fragt, etliche Frage, ich habe das hier mal ein bisschen eingekürzt auf das Wesentliche, sorry, in Bezug auf Datasnap. Die nutzen seit einigen Jahren sehr erfolgreich Datasnap und sind sich jetzt dessen nicht so ganz bewusst, ist Datasnap wirklich so die Zukunft? Insbesondere, ja, wie lässt man mit Datasnap kommunizieren? Direkte TCP-IP-Kommunikation oder HTTP-Kommunikation? Daniel und sein Team hat festgestellt, dass HTTP-Kommunikation mit Datasnap bis zu 5-mal langsamer ist. Ja, das kann durchaus richtig sein aus der Beantwortung heraus, denn Datasnap nutzt bei dem Standard Datasnap Server den Indie Web Server. Das sollte man unbedingt beachten. Eine Standard Standalone Datasnap Anwendung braucht ja, wenn sie über HTTP kommuniziert einen Webserver, sprich als Webservice, als Webserver-Erweiterung braucht es erstmal eine Komponente, einen Kommunikationskanal, die HTTP versteht und dann nutzen wir für den Standard Datasnap Server die Indie Webserver Komponente. Und da liegt im Prinzip zumeist das Problem. Der Indie Web Server ist gut für die Entwicklung. Damit kann ich einfach meinen Datasnap Server starten, HTTP enablen, Port 80, alles super, HTTP Requests machen. Aber der ist im Allgemeinen relativ langsam. Das soll heißen, ihr habt jetzt einen Performance-Verlust von 80% festgestellt oder andersrum, TCP/IP ist 5-mal schneller. Das wundert mich eigentlich, dass es nur so wenig ist. Es gibt durchaus Kunden, die haben Datasnap im Einsatz mit TCP/IP im Vergleich zum Indie-Web-Server. Faktor 10 haben sie da festgestellt, dass TCP/IP schneller ist. Wichtig ist in dem Zusammenhang, nutzt Datasnap im Produktiveinsatz nicht mit dem Indie-Web-Server, sondern entweder mit Apache oder dem Microsoft Internet Information Server. Das könnt ihr auf Windows machen, das könnt ihr sogar auf Linux machen, falls ihr die entsprechende Version von Delphi 10.2 und neuer ab der Enterprise-Edition einsetzt. Da könnt ihr auch Apache auf Linux benutzen oder auf der Windows-Version oder Windows-Ebene den IIS oder Apache. Da ist es dann auch bedeutend schneller. Vor allem habe ich hier dann auch Skalierungsmöglichkeiten. Ein gutes Dokument zu Datasnap hat er gefunden, Sternchen 1, ganz unten das PDF, wo auch viele Sachen beschrieben werden. Das hat Bob Swart, glaube ich, gemacht. Ist auf einem relativ alten Stand. Ja, das ist richtig, das ist aber bedingt weiterhin aktuell. In den letzten Jahren haben wir rund um Datasnap eigentlich in erster Linie Performance, Bugfixing gemacht, aber keine grundlegenden Funktionserweiterungen. Viele, viele Dinge aus diesem PDF sind immer noch aktuell. Und Daniel und sein Team fragen sich natürlich auch, ist Datasnap wirklich die Zukunft?
Ja, kann man so sagen. DataSnap ist wirklich in vielen Bereichen immer noch State of the Art, bietet TCP-IP-Kommunikation, was viele Kunden einfach auch lieben, im Vergleich zum Beispiel zum RED-Server, der ein reiner REST-JSON-Server ist, also auf HTTP, HTTPS angewiesen ist und keine direkte TCP-IP-Kommunikation beherrscht, ist DataSnap immer noch die passende Technologie. Und es gibt auch durchaus einige Kunden, die mir jetzt spontan auch einfallen, die auf DataSnap schwören. Ist also wirklich immer noch eine zu bevorzugende oder valide Alternative, insbesondere zum RED-Server. Also DataSnap immer noch okay. Des Weiteren fragt Daniel hier, DB Express noch aktuell, um es mal abzukürzen. Die kurze Antwort ist nein. DB Express ist eine, ja, wie sagt man so schön, deprecated technology. Deprecated heißt, sie ist noch unter Unterstützung. Wir machen hier und da auch immer noch Bugfixing für DB Express. Es wird aber nicht mehr aktiv weiterentwickelt. DB Express, das sieht man auch bei den unterstützten Datenbanken, ist mittlerweile etwas ins Hintertreffen geraten. Das heißt, möchte man irgendwo auf den neuesten, schönsten, besten Datenbankserver in der Cloud zugreifen, wird man mit DB Express da doch die ein oder anderen Probleme finden, weil wir das nicht nachimplementiert haben. Sprich, Neuerungen in DB Express wird man nicht mehr finden. Wir empfehlen mittlerweile seit der Version XE4, XE5, seitdem haben wir auch DB Express aufs, ich sag mal so frei, aufs Abstellgleis geschoben. Empfehlen wir, also seit der Version Delphi XE4, Delphi XE5, empfehlen wir FireDeck. Punkt. FireDeck ist eine aktive Technologie, die wir auch weiterentwickeln. Das haben wir auch mit einer Transition Phase gemacht. Also da gab es etliche Jahre dazwischen, wo wir gesagt haben, DB Express, nimm lieber FireDeck. Mittlerweile sagen wir, nehm FireDeck. Nicht mehr bitte, sondern nehm FireDeck. Und gibt es Probleme bei der Umstellung? Im Allgemeinen ist FireDeck deutlich zugänglicher in meinen Augen im Gegensatz zu DB Express. DB Express war halt eben relativ kompliziert mit einem Local Dataset, was ich lokal editiere, wo ich dann über einen Update-Mechanismus wiederum das local gecachte Dataset zurückschreiben konnte. Da hat FireDeck im Allgemeinen deutlich bessere Möglichkeiten, auch direkt mit der Datenbank zu kommunizieren. Stolpersteine, Aufwand, ja, wie gesagt, den ganzen Fragenkatalog von Daniel habe ich hier deutlich eingedampft. Nicht, weil ich ihn ärgern will, sondern weil es auch viele umfangreiche Fragen sind zur Projektmigration, Modernisierung. Ich will es jetzt nicht pauschal beurteilen oder pauschal irgendwo in die Richtung schubsen, aber das sind Fragen, da muss man sich wirklich die Anwendung anschauen. Was macht ihr mit eurer Anwendung? Wie ist euer Datasnap-Szenario aufgebaut? Wie greift ihr auf die Datenbank zu? Seid ihr damit wirklich auf der sauberen Seite? Gibt es architektonische bedenkenswerte Punkte? Da muss man sich wirklich mal eure Anwendung anschauen. Das kann ich im Rahmen eines Webinars hier schwerlich beantworten, es sei denn, das Webinar würde ungefähr 6 bis 8 Stunden dauern. Aber da müsste ich auch mal in eure Anwendung reinschauen. Ich würde euch wirklich empfehlen, kontaktiert einfach mal verschiedene MVPs, Consulting-Partner von unserer Seite. Die finden sich auf der Webseite www.embarcadero.com, Technologiepartner. Vielleicht habt ihr Muße, auch die finanziellen Möglichkeiten dazu, dass wirklich ein externer Partner hier mal reinschaut und euch auch projektbegleitend hier unter die Arme greift. Ihr könnt natürlich auch versuchen, das alles selber zu machen. Es liegt euch natürlich frei, wie ihr das angehen wollt, aber die Partner haben im Allgemeinen sehr hohe Expertisen in diesem Umfeld. Daniel hat auch gefragt, Mission von C-Langer und Classic, also unter dem Gesichtspunkt C++. Und die kurze Antwort ist, nein, tut das lieber nicht.
Natürlich auf Windows-Modulebene, wenn es darum geht, ich habe DLLs, ich habe hier irgendwelche auch abgewandelten DLLs, wie zum Beispiel BPLs, aber alles gemeinsam in ein Executable oder gemischt in ein Executable zu linken. Bisschen C-Lang, bisschen Classic, nochmal ein bisschen C-Lang, bisschen Classic, macht daraus eine DLL, ist eine schlechte Idee. Davon raten wir ab. Mein Kollege hat hier unter diesem Blogartikel da auch einige Gedanken mal zu geschrieben. Harald fragt hier, das hat er auch schon mal im Migrationswebinar letzte Woche gefragt, wie sieht es mit Android und externen Speichermedien aus, SD-Card? Da habe ich ihm damals schon die Antwort gegeben, ja, dass es da in den System.io-Utils über den tpath-Objekt verschiedene statische Methoden gibt, um die verschiedenen GET Shared Documents zu bekommen, die sollten im Allgemeinen auch die SD-Karten vernünftig handhaben. Jetzt habe ich das Thema gestern und vorgestern nochmal selber enumeriert und das ist, ich will nicht sagen, ein heilloses Chaos innerhalb der Android-Welt, aber es ist ein heilloses Chaos. Das ist stark abhängig davon, welche Android-Version man einsetzt. In der Delphi-Praxis, www.delphi-praxis.net, wurde das Thema auch schon 3, 4 Mal angesprochen, in der deutschen und der englischen. Es gab durchaus mal Verweise auf eine Bibliothek, die das durchaus handeln kann. Das ist dann aber auch wiederum abhängig von welcher Android-Version. Ist es ein Android in den alten 4er-Versionen oder generell unter 6? Ist es ab 6 eine Android-Version? Google hat da wirklich in den Android-APIs wirklich häufig rumgefuscht und es ist alles andere als trivial, das richtige Verzeichnis zu finden. Ist es jetzt an der Stelle irgendwo meine Private Data auf der externen SD-Karte? Sind es die gesharten Data auf der externen SD-Karte? Welche Android-API-Level will ich hier unterstützen? Das sind so die entscheidenden Fragen. Diese Library FMX Fly Files Utils auf SourceForge, die haben hier einen Lösungsansatz, der eine gewisse allgemeinen Einstieg hier verspricht, Universalität verspricht, aber allerdings auch wiederum abhängig ist von dem Android-API-Level. Das haben Kunden auch schon mal ausprobiert, respektive auch Poster, Teilnehmer, Community-Member in der Delphi-Praxis, mit verschiedenen Android-Geräten und ob ich jetzt irgendwo ein Samsung habe, ob ich jetzt irgendwie ein Xiaomi habe, ob ich jetzt irgendwo ein LG-Gerät habe mit verschiedenen Android-Versionen, das ist immer wieder kompliziert. Klar muss man sich wirklich darauf fokussieren, welche Android-Version man hat und welche im Notfall Java-Bibliotheken ich dafür benutzen will. Aber pauschal lässt sich die Frage leider Gottes nicht beantworten. System.io-Utils, tpath, get-shared-Documents, get-shared-movies-directory und so weiter, die haben hier einige Punkte, die funktionieren im Allgemeinen auch, aber da gibt es immer wieder Ausnahmen. Tut mir leid, wenn ich die Frage nicht wirklich vollumfänglich beantworten kann, aber ist einfach so. Harald fragte auch, welche Datentypen sollte man in Multi-Device-Anwendungen verwenden? Die kurze Antwort ist, Harald, was du hier oder was Sie hier verwendet haben, sind plattformabhängige Typen. Man sollte plattformunabhängige Typen einsetzen, wie zum Beispiel Fixed End Integer in 32. Harald hat ja an der Stelle wirklich oder ist davon ausgegangen, dass hier sowas wie ein Long Word oder Long Int in 64 auf allen Plattformen gleich funktionieren. Er swappt dann sozusagen die Bytes untereinander, das erste auf das vierte, zweite auf das dritte auf das zweite und das vierte auf das erste. Mit entsprechenden Routinen bekommt dabei natürlich eine Fehlermeldung, weil er mit Plattform
abhängigen Typen gearbeitet hat. Das kann man natürlich hier zum Beispiel mit dem Integer-Typ besser handhaben, weil dieser unabhängig ist. Dazu haben wir auch in der Online-Hilfe eine Übersicht über die plattformabhängigen und plattformunabhängigen Typen dargestellt. Dessen sollte man sich natürlich immer bewusst sein. Ist wirklich ein Longint auf allen Plattformen gleich? Die kurze Antwort ist nein. Ist ein Integer auf allen Plattformen gleich? Die kurze Antwort ist ja. Der ist immer 4 Byte. Und da sollte man lieber mit einem Integer-Wert arbeiten. Andreas und Andreas, das waren zwei verschiedene Andreasse mit den gleichen Fragen letztendlich. Der hier wartet auf Aktualisierung beim C++-Builder für die verschiedenen C++-Builder-Standards. Was unterstützen wir denn aktuell überhaupt? Was ist modernes C++ in den Augen von Ember Calero? Und wir sagen jetzt an der Stelle, ja, wir unterstützen C++ 14 und C++ 17, Klammer auf zum Teil. Das haben wir auch dokumentiert, hier auch unter dem Link Sydney. Man kann das auch auf Alexandria umsetzen, welche Funktionen wir von C++ 17 hier unterstützen. Da wird natürlich jeder, der etwas C++ kann, gleich intervenieren. Ja, C++ 17 ist der Standard aus dem Jahr 2017. Guckt man auf das aktuelle Datum, sind wir mittlerweile schon 5 Jahre weiter. Das heißt, der Embarcadero will uns hier erzählen, C++ 17 ist das Letzte, was sie unterstützt. Das ist ein bisschen schwach. Ich drücke das hier an der Stelle mal ganz offen, ohne rosarote Brille aus und gehe wirklich hier auch in medias res. Dessen sind wir uns bewusst. Ich will jetzt keine Entschuldigung für Konstruieren oder Marketing, bla bla, irgendwie um die Schnute schmieren. Ich sage einfach, wie es ist. C++ 17 ist nicht auf dem aktuellen Stand. C++ 14 schon mal gar nicht. C++ 20, C++ 23 sind eigentlich das, was heutzutage aktuell umgesetzt wird. Entschuldigung, ich will nur ein bisschen Hintergrund geben. Wir haben für die Umsetzung der verschiedenen C++-Standards, ein schönes Oxymoron, für die Umsetzung der verschiedenen C++-Standards haben wir damals, sprich vor einigen Jahren, auf CLang und LLVM gesetzt. CLang, LLVM sind einfach C++ Compiler Frontend, Backends, die sehr etabliert sind, die viele verschiedene Unternehmen inklusive Apple und so weiter und so fort nutzen für die Umsetzung des C++ Standards innerhalb ihrer Entwicklungsumgebung. Wir haben allerdings einen sehr, sehr schlechten, ich muss es wirklich so sagen, einen, ja, drücken wir es positiver aus, einen überdenkenswerten Ansatz gewählt, CLang und LLVM zu integrieren. Wir haben einfach zu viele Abhängigkeiten von den klassischen C++-Bilder-Paradigmen, Properties, Methods, Events, für die Umsetzung auf CLang LLVM verwendet. Sprich, das haben wir sehr eng verdrahtet im absolut Negativen. Und wir müssen uns einfach davon lösen, das entkoppeln, um auch eine Portierung auf neuere CLang-Versionen, damals haben wir die Version 3.x verwendet, auch für verschiedene Android-Compiler, auch für verschiedene Win64-Compiler, die Version 3.x, um uns davon zu entkoppeln. Und das ist ein Projekt, was momentan bei uns in der Entwicklung vorangetrieben wird. Da sind wir mittlerweile schon dran. Da sind wir momentan in der Umsetzung mit dabei. Und ohne jetzt zu sehr aus den Nähkästchen zu plaudern, wir wollen natürlich modernes C++ unterstützen. Wir wollen an der Stelle auch C++ 23 unterstützen. Wir wollen hier neuere CLang LLVM-Versionen auch nutzen. Und da sind die ja mittlerweile schon bei, lass mich lügen, Version 18. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau. Wie gesagt, wir selber nutzen an der Stelle irgendwo Version 3. Da sieht man eigentlich auch schon mal, wie weit wir dahinter sind. Entschuldigung, aktuelle Version ist 15.01 vom 20. September 2022. Nicht Version 18. Kannst du weiter doch nicht. Und das ist ein Projekt, wo wir eine Entkopplung unserer
C++-Bilder-Philosophie oder Paradigmen vom Compiler umsetzen, um auch neuere LLVM-C-Lang-Versionen zu nutzen zu können, um modernere C++-Features in die C++-Sprache, in den C++-Bilder zu bringen. Das ist ein Projekt, jetzt fragt sich jeder, ja, wann kommt das? Das ist ein Projekt, was momentan gekocht wird. Wir erwarten erste Umsetzungen, also erste Compiler, die so etwas unterstützen innerhalb der nächsten Monate. Oder andersrum ausgedrückt, wir haben jetzt die Version 11.2 released. Es wird auch eine Version 11.3 geben. Nach der 11.3er Version wird es ein neues Major Release geben, was die Version 12 mit beinhaltet oder die auf die Version 12 hören wird. Und das ist momentan der Plan, dass wir damit dann auch die Umsetzung haben. Ja, das dauert. Ja, das ist etwas lange. Es ist einfach so, wie es ist. Ich kann es an der Stelle leider Gottes auch nur weitergeben. Die Version 12 erwarten wir dann auch irgendwo, wenn der Winter mal vorbei ist, wenn der Frühling vorbei ist und der Sommer dann auch vorbei ist, um einfach mal so eine ungefähre Richtung zu geben. Andreas, ein anderer, heißt jetzt an der Stelle auch wiederum Andreas, hat festgestellt, dass in der Version 11.2 noch ein Bug drin ist. Hurra, ja, ich habe auch schon den einen oder anderen Bug in der Version 11.2 gesehen. Und zwar geht es um den auf quality.embarcadero.com einsehbaren Bug-Report RSB 36000. Da habe ich jetzt auch mit Marco Cantu und David Menken die Tage drüber gesprochen. Da geht es einfach um Formvererbung, visuelle Formularvererbung und dem Formulardesigner. Da wird einem ein vererbtes Formular mehr oder weniger zerhackstückelt. Das ist hier sehr gut beschrieben. Da arbeiten wir dran. Ist ein bekannter Bug. Wollen wir möglichst schnell lösen. Dazu kann ich jetzt kein konkretes Datum nennen, aber das Problem ist bekannt. Peter fragt hier, ja, Peter hat hier bis dato noch nichts mit Linux gemacht. Deshalb meine Frage, wie kompiliere ich eine Linux-Anwendung ohne konfigurierten PA-Server? Die kurze Antwort, Peter, ist gar nicht. Man braucht einen konfigurierten PA-Server. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Peter denkt einfach, ja, wenn ich dann irgendwo mein Linux-Kompiliat habe, was ich ja unter Windows erstelle, dann ist ja alles prima. Dann kann ich ja dieses SO-File, es ist eine ELF-Binary, die unter Linux im Allgemeinen keine Endung hat. SO sind sozusagen DLLs für Linux, aber das ist ein anderes Thema. Also Peter denkt, er kann einfach sein Binary per FTP irgendwo zum Server hochladen und alles ist prima. Da muss man jetzt natürlich ein paar Dinge zu wissen. Zum einen ist es so, das brauchen wir jetzt mal aktuell nicht, das können wir runtersetzen. Ach, ich brauche hier verschiedene Virtualisierer. Neben VMware Fusion habe ich auch noch Parallels installiert, aber das ist eine andere Geschichte. Starte hier nochmal ein Windows. Hallo, starte er. Ich brauche erstmal den PA-Server, um das SDK zu importieren. Was heißt denn das jetzt an der Stelle? Wenn ich ein Linux habe und ich möchte auf der reinen Windows-Plattform innerhalb meiner Delphi-IDE ein Linux-Kompilat, ein Linux-Binary erzeugen, dann wird das natürlich auch mit einer Vielzahl von Bibliotheken gelinkt. Gelinkt heißt, ich brauche ein paar Systembibliotheken, ich brauche hier generell Bibliotheken für Eingabe, Ausgabe und so weiter und so fort. Und das ist die Aufgabe neben dem Compiler, der meinen Quelltext übersetzt und meine Bibliotheken. Das ist die Aufgabe des Linkers, der das noch mit Systembibliotheken zu einem Executable zusammenbaut, ein ELF-Executable. Und diese Bibliotheken, die kommen nicht von ungefähr, die muss ich erstmal importieren, die müssen erstmal auf dem Windows-Rechner sein. Und frei nach Jean Pütz habe ich das hier schon mal vorbereitet. Das ist wiederum ein Windows 11-Rechner, jetzt unter Parallels, kurz für alle die, die es interessiert. Parallels, ich habe hier ein MacBook
mit einem Intel-Prozessor. Und Parallels unterstützt auf Intel-Prozessoren die sogenannte Nested Virtualization. Das heißt, ich kann innerhalb einer virtuellen Umgebung, mein Windows 11, noch eine virtuelle Umgebung laufen. Nested, also Virtualisierung in der Virtualisierung. Das muss ich natürlich einstellen und so weiter und so fort. Da gibt es dazu ein paar kleine Punkte, die ich machen muss. Das ist unter Hardware, CPU und RAM. Und da habe ich jetzt den Hypervisor Parallels, mit dem ich hier arbeiten kann. Und die verschachtelte Virtualisierung, die brauche ich. Das kann VMware Fusion, was hier noch so kreucht und fleucht. Angeblich ja, aber da habe ich immer Probleme mit gehabt. Deswegen habe ich hier noch eine Parallels vorher. Was habe ich jetzt hier installiert? Ich habe nämlich auch ein Linux innerhalb von Windows installiert. Das Ganze nennt sich WSL, Windows Subsystem for Linux. Und das habe ich hier innerhalb meiner Windows-Umgebung installiert. Das ist im Prinzip ein vollwertiges, sage ich mal so frei, ein vollwertiges Ubuntu. Ubuntu in der Version 2004. Vollwertiges Ubuntu erstmal als Bash, als Shell, als reine Shell. Ich habe jetzt hier keinen X-Server, keinen Wayland, aber ich habe hier trotz alledem die Möglichkeit, auch grafische Oberflächen zu starten. Programme mit grafischer Benutzeroberfläche, wie zum Beispiel ein Gedit. Das ist jetzt hier wirklich ein Linux-GUI-Programm, was hier auf Windows läuft. Das geht über das WSLG. Ich habe dazu auch mal ein Webinar gemacht. Wie richte ich das Ganze ein? Findet man auf dem YouTube-Kanal von Embarcadero Germany. Tolle Geschichte. Und das Schöne ist, es funktioniert auch wirklich sehr schnell. Ich kann ja hier zum Beispiel mal gehen. Ich habe jetzt hier mein Dateisystem von meiner entsprechenden Umgebung. Das ist jetzt hier mein Windows. Ich kann aber mal ins Home gehen, ins Home-Verzeichnis. Da habe ich hier zum Beispiel auch einen PA-Server, eine PA-Server-Config. Aha, mit allem drum und dran, wo das Ganze jetzt hier läuft. Das ist jetzt hier mein Linux-Dateisystem. Das wird sogar so weit in Windows integriert, dass ich hier auch, da habe ich wieder die andere Tastaturbelegung. Ja, genau. WSL Dollar war das, glaube ich. Genau, da kann ich jetzt auch auf mein Dateisystem zugreifen. Was haben wir denn hier jetzt auch ein User? Da habe ich mein Home Directory, genau, Matthias. Da sehe ich jetzt hier auch nochmal PA Server, PA Server 22. Das waren die beiden sichtbaren Verzeichnisse mit allem drum und dran. Da habe ich einen PA Server drauf installiert und ich kann also auch mit dem arbeiten. Prima. PA-Server auf diesem Linux-System kann ich jetzt hier auch laufen lassen. Das ist mein Platform-Assist-Server, der jetzt hier aktuell unter Linux läuft. Sieht komisch aus, ist aber so. Und ich habe jetzt in den auch mein SDK importiert. Das heißt, wenn ich hier mal Red Studio starte, starte ich hier schon mal, habe ich auf 11.2 hochgebracht mit allem, was dazu gehört. Dann sehe ich auch unter Embarcadero Studio SDKs ein importiertes Ubuntu. Das heißt, all das, was ich jetzt hier in meinem Ubuntu-Subsystem habe, was jetzt dazu gehört, das Linux-System habe ich jetzt hier in Anführungszeichen auch zweimal gestartet mit allem, was dazu gehört. Und diese komplette Entwicklungsumgebung habe ich jetzt hier, oder das komplette SDK habe ich jetzt hier auch importiert. Das heißt, hier brauche ich halt eben das SDK, habe es jetzt an der Stelle importiert. Das ist jetzt hier über mein Verbindungsprofil Localhost auf den gleichen SDK gegangen. Und dann kann ich damit auch Linux-Anwendungen schreiben. Natürlich könnte ich auch irgendwo ein externes Linux starten. Da gehen wir mal hier kurz rein, Bibliotheken virtuelle Maschinen. Hier habe ich zum Beispiel auch noch ein Ubuntu installiert. Das läuft in der virtuellen Maschine innerhalb von, ja, selbstständig, nicht unter Windows selber. Es wird wahrscheinlich irgendwann mein Speicher mal zusammenbrechen, weil ich kein RAM mehr dafür habe. Mein Rechner hier hat nur 16 Gigabyte. Und ich kann jetzt auch mit diesem SDK einfach direkt arbeiten. Das heißt, geräteübergreifende Anwendung. Ich mache meine leere Anwendung mit allem, was dazu gehört. Jetzt habe ich hier auch noch das FMX Linux installiert. Ich könnte genauso gut auch eine entsprechende reine
Command-Line-Anwendung schreiben und kann jetzt damit auch ganz normal programmieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie mal sage, gib mir die aktuelle OS-Version, tweeSversion.toString, dann kann ich das machen. Das kann ich auf dem iOS-Gerät, das kann ich auf dem Windows-Gerät umsetzen. Starte das Ganze mal. Auf Windows sollte das hier relativ zügig laufen. Okay, habe ich meine Anwendung. Windows 11, okay, alles prima. Switche ich das um auf Linux, habe ich meinen PA-Server hier. Mein PA-Server läuft an der Stelle und mit dem kann ich jetzt hier kommunizieren. Und im Idealfall einfach kompilieren läuft dann auch meine GUI-Anwendung. Also, mein PA-Server brauche ich an der Stelle zur Kommunikation. Den brauche ich jetzt hier an der Stelle, um das SDK zu importieren. Spätestens für das Debugging mit allem, was dazu gehört, brauche ich jetzt hier auch einen PA-Server auf einem Linux-Rechner. Das kann ein Linux-Rechner sein, der irgendwo separat ist, innerhalb einer virtuellen Maschine oder halt eben, wie ich jetzt es hier habe, innerhalb von meiner Windows 11-Umgebung. Da sind wir jetzt richtig auf einem WSL basierend. Und dann geht das auch im Allgemeinen. Warum hat er das nicht gestartet? Hatten wir V. Verbose Mode enabled, dann sollte er doch wenigstens hier was sagen und dann auch hochkommen. Gedit hat er vorhin völlig problemfrei gestartet. Aber wahrscheinlich swappt mein Rechner sich gerade mal zu Tode. Damit muss ich jetzt einfach ausgehen, weil ich habe hier dann doch ein bisschen viele VMs für diesen armen kleinen Rechner. Ich höre trotz Over-Ear Kopfhörer meinen Lüfter momentan etwas hier am Hochdrehen. Oh, es geht aber eigentlich noch. Geht eigentlich noch. VMware, Windows. Gott, da sind wir schon deutlich über 16 GB. App-Speicher. Okay, physikalische Speicher belegt 14 GB. Also, das geht jetzt hier momentan nicht. Dann schalten wir hier einfach mal das ein oder andere aus. Das ist jetzt hier nicht unbedingt so besonders dramatisch oder besonders kritisch, mit einem Linux-Rechner zu arbeiten. Immer daran denken, wir können Linux 64-Bit für Intel. Ah, da kommt meine Anwendung auch. Kaum fährt man eine VM runter, geht sie dann auch weiter. Wir können Linux 64-Bit für Intel. Nicht einfach daran glauben oder denken, ich kann das irgendwo mal für einen externen Hoster ausführen. Die erlauben auch häufig irgendwo die Ausführung von Programmen in der Form nicht. Dafür brauche ich jetzt an der Stelle wirklich irgendwo einen PA-Server. Ist nicht teuer, aber initial brauche ich ihn. Ich könnte jetzt nochmal den Gegentest machen. Hier habe ich meine beiden Anwendungen. Gehe hier einfach mal raus. Ich schließe den PA-Server ganz bewusst. Ich schließe sogar hier ganz bewusst mein WSL. WSL, ich mache es mal wirklich komplett runter. Dann habe ich auch mal wieder ein bisschen mehr RAM, zumindest hier in der VM. Dann habe ich jetzt hier keinen PA-Server. Ich habe mein SDK einmalig importiert. Kann ich denn hier irgendwo immer noch was programmieren? Das heißt, ich mache mal irgendwo hier eine Leerstelle dahinter und sage jetzt an der Stelle erzeugen. Ja, sieht soweit eigentlich gut aus. Ein paar Warnungen, das bekomme ich jetzt von FMX Linux. Das ist okay, das funktioniert auch. Wie sieht das jetzt im Explorer aus? Also wenn ich das SDK einmal importiert habe, kann ich jetzt an der Stelle auch innerhalb meiner Projekte Linux 64, das habe ich eine Debug-Konfiguration, habe ich dann auch mein Project 1, was ich denn hier gerade eben erzeugt habe und kann das jetzt an der Stelle auch rein theoretisch auf den Linux-Rechner kopieren, ohne einen PA-Server gehabt zu haben. Initial SDK importieren, ja, muss ich machen. Das kann ich jetzt irgendwo auf einen Linux-Rechner Intel 64-Bit rüber kopieren und dort ausführen. Das funktioniert für GUI-Anwendungen, die hier natürlich hoffnungslos groß sind. Und wenn
ich das jetzt hier nochmal erzeuge, aber auch für Kommandozeilenprogramme, aber auch für Datasnap-Anwendungen, auch für Red-Server-Anwendungen, dann kann ich das jederzeit auch wiederum erzeugen und dann auch wiederum einsetzen. Wo haben wir jetzt mein Project 1? Ist immer noch relativ fett, weil hier doch schon relativ viel mit hineinkompiliert wird. Gut, ist eine GUI-Anwendung, die könnte ich jetzt rein theoretisch per FTP rüberbringen. Also, im Prinzip ja, ich kann sie auch lokal erzeugen und dann per FTP hochladen und das Ganze vielleicht in einer Skript-Umgebung automatisieren. Das ist eine Frage von Peter. Machen wir hier mal weiter. Wir haben ja noch minus 14 Minuten Zeit. Jan fragt, Jan nutzt in seinen Anwendungen die T-Title-Bar. T-Title-Bar respektive die T-Title-Bar-Panel. Das ist ein Panel, was ich einem Formular zuweisen kann, für die, die es nicht kennen, sodass ich innerhalb dieses Panels sozusagen meine Title-Bar visuell gestalten kann. Wie muss man sich das vorstellen? Ich habe ein Formular, ich habe ein Panel, nicht mehr und nicht weniger. Und in dieses Panel platziere ich einfach Komponenten. Das können Shapes sein, das können Editierfelder sein, das können alle möglichen visuellen Komponenten sein. Und dieses Panel ersetzt dann nun wiederum die normale Titlebar, also meine Titelzeile meines Fensters, wo Form 1 oder meine tolle Anwendung 1.0 drin steht, die kann ich ersetzen. Dadurch kann zum Beispiel auch die Titlebar höher werden. Nicht die klassischen 24, 32 Pixel höher oder was auch immer da kreucht und feucht, sondern ich kann eine Titlebar machen, die irgendwo 80, 90, 120 Pixel hoch ist. Schöne grafische Elemente. Jetzt hat Jan und sein Team festgestellt, nutze ich eine solche T-Title-Bar oder ein solches T-Title-Bar-Panel und ich nutze darüber hinaus Styles in meiner Anwendung, dann wird das nicht reflektiert. Ich wollte jetzt hier auch keine Screenshots vom Jan mit reinbringen, weil das würde darauf hindeuten, wo er arbeitet und so weiter und so fort. Ist ein Bug. Ist intern als Bug anerkannt oder wir arbeiten momentan dran. Wir wollen das mit der Version 11.3 fixen. Wie gesagt, ich kann diese Informationen einfach nur so weitergeben, ohne rosarote Brille, ungefiltert. Tut mir leid, Jan, mir persönlich, ja. Kann da nichts für. Man möge mich mit virtuellen Tomaten schlagen, mit dem Support zusammenarbeiten, dann bekommt man Informationen darüber, wann das gefixt wird. Wir wollen das mit 11.3 beheben. Jan hat noch ein paar weitere Fragen. Er hat Probleme mit Anchors, wenn es darum geht, innerhalb der IDE zu designen. Und auch diese Anchors, die praktisch in allen Controls gesetzt sind, die verschieben dann auch wiederum, die fliegen dann zum Teil aus dem Fenster raus. Das Problem tritt wohl ausschließlich in der IDE auf, nicht zur Laufzeit. Und da hatte dann ein Problem, Jan, auch hier am besten mit dem Support zusammenarbeiten, damit man ein solches Problem möglichst schneller gefixt bekommt, damit der Support auch darüber Bescheid weiß, dass es dort ein potenzielles Problem gibt und zu einer Lösung zu kommen. Hier war die Frage Liste von Änderungen. Ja, das haben wir im Allgemeinen immer mit dabei. Ich starte hier nochmal einen Browser. Wenn ich jetzt hier, ach, das ist noch was anderes, das brauche ich für die Econ im November, DocWiki Alexandria, einfach mal suche, oh, da sind wir noch nie so häufig gewesen. Wenn ich jetzt einfach mal in das Alexandria Release reingehe und in das Release 2, wie zum Beispiel hier, war die Frage nach den Änderungen. Da gibt es auch immer hier Release Notes dazu. Da gibt es jetzt an der Stelle auch immer unten die Fixed Issues. Und da haben wir dann auch eine komplette Liste darüber, was dann auch tatsächlich gefixt worden ist. Die ist dann unter Umständen durchaus lang. Das beinhaltet hier die Version 11.0. Auch in den Folgeversionen haben wir eine Fixed Issues List immer mit dabei. Da kann man genau nachschlagen, was jetzt hier geändert worden ist. Und die entsprechenden ESP-Einträge. Dann sieht man schon, da ist einiges hier geändert worden. Auch hier
was es bei der Entwicklung von Komponenten zu beachten gibt, findet sich auch im DocWiki was dazu. Auch unter den Release Notes, Release Hinweisen findet man da einiges mit dabei. Okay. VMs müssen wir mal schauen, ob wir die gleich nochmal brauchen. Aber wie gesagt, am besten hier mit dem Support zusammenarbeiten. Rainer, ja, Rainer hier schlägt auch nochmal in die Kerbe mit C++ 20, C++ 23 rein, C++ 23 mit der Verabschiedung nächsten Jahres. Er wünscht sich hier auch eine schnellere Adoption der C++-Standards für den C++-Builder. Da hatte ich ja vorhin schon einiges dazu gesagt. Aber warum ich die Frage hier von Rainer nochmal mit hineingenommen habe, ist die CMake-Unterstützung. Rainer Scholt ist einfach irgendwo ein bestehendes Projekt, was auf CMake basiert, irgendwo auf C++-Bilder umzusetzen. Ich weiß nicht, ob Sie, ob du es mitbekommen hast, Rainer. Wir haben seit einigen Versionen, Subversionen CMake-Unterstützung. Das heißt, wir können über die Kommandozeile direkt CMake umsetzen. Wenn man jetzt einfach mal im Red Studio nach CMake sucht, sollte man auch dazu Anleitungen finden, wie man CMake außerhalb mit dem C++-Builder benutzen kann. Außerhalb, weil es nur über die Kommandozeile geht. Es geht nicht in der IDE, es geht nur und ausschließlich über die Kommandozeile. Und seit der Version 11 haben wir die entsprechenden CMake-Skripte, die es mir ermöglichen, auch CMake-Projekte damit umzusetzen. Dazu gibt es eine Anleitung, die gibt es in Englisch, die gibt es aber auch in Deutsch, die genau beschreibt, wie man das macht. Das funktioniert mittlerweile auch relativ gut mit den entsprechenden Targets, die man dafür nutzen muss, Umgebungsvariablen, die man dafür vorher einrichten muss. Deswegen habe ich das an der Stelle hier nochmal als Frage mit reingenommen. Ja, Rainer, auch Sie, auch du wurdest erhört, was die C++ 2023 Unterstützung betrifft. Wir arbeiten dran, aber CMake-Unterstützung über die Kommandozeile haben wir seit der Version 11. Zwei Folien noch, hurra! Patrick hat ja eine relativ einfache Frage, einfach zu beantworten. Und zwar nutzt er seine Anwendungen über WebRTC. WebRTC ist ein Kommunikationsprotokoll, was es mir ermöglicht, sozusagen eine Remote-Desktop-Verbindung, ein Remote-Desktop über verschiedene Technologien herauszuholen. Patrick hat das Problem, Patrick und sein Team, dass sie alte Delphi 7-Anwendungen haben und da gibt es Probleme bei der WebRTC-Übertragung. Machen Sie ein Projekt komplett neu in Delphi 11, funktioniert das aber völlig überraschenderweise. Woran kann das liegen? Demo ist jetzt ein großes Wort. Das ist eine Einstellung in den Projektoptionen. Die haben wir mit der Version 11 eingeführt. Ich gehe mal hier mit viel Swapperei im Hintergrund in den Optionsdialog für meine Projekte. Da findet sich unter dem Delphi-Compiler für ein C++-Projekt nicht besonders toll. Deswegen machen wir das C++ mal weg und gehen in das Delphi-Projekt. Projektoptionen von 9 Delphi-Anwendungen unter Delphi 11 und höher, also Delphi 11.1, 11.2, erlaubt es mir nämlich eine spezifische Option einzuschalten für die Kompilation, die da heißt, wo haben wir sie? Delphi-Compiler. Bin ich jetzt blind? Debug Windows 32-Bit, alles in Ordnung. Linken, Entschuldigung. Terminal Server. Und die ist standardmäßig auf aktiv gesetzt. Terminal Server ist einfach in den PEE-Headern von Delphi und unter der Haube auch entsprechende Anpassungen der Runtime Library, dass man eine Anwendung Terminal Server kompatibel macht. Die ist standardmäßig eingeschaltet für neue Projekte. Das dürfte das Problem von Patrick gewesen sein oder Patrick. Das muss man einschalten. Hat man irgendwo Altmigration von alten Delphi 7-Projekten, ist diese Option nicht mit drin. Wir haben da auch so ein paar andere
Optionen noch mit hineingebracht in den Delphi-Compiler, wenn es um die Sicherheit, um die Kompilierung davon geht, für die Adress-Randomization und so weiter und so fort. Das hatte ich ja auch schon mal zu dem 11.1er Webinar hier relativ ausführlich dargestellt. ASLR, wo haben wir das an der Stelle? Auch ein Linker. ASLR, Address Space Layout Randomization. Das sind so ein paar Standardoptionen, die wir mittlerweile hier mit dabei haben. Überlegenswerter Punkt, aber wie gesagt, hier bei dem entsprechenden Delphi Compiler kompilieren, sollte man diese Option einfach mal mit hineinbringen und auch das entsprechenden Server. Terminal Server nur Windows 32 Bit, 64 Bit. Das ist eine neue Option, die da eintragen könnte. Ich hatte das Patrick auch schon mal vor einigen Tagen als E-Mail geschickt. Keine Rückmeldung dazu, ob es denn auch dabei gewesen ist. Harald fragt ja auch noch mal, ist der gleiche Harald, der mit den externen Pfaden zu der SD-Karte, auch als letzte Folie, als letzte Frage-Block, fragt nach optimalen Einstellungen von Voraussetzungen zum Debuggen von Android-Apps. Dazu gibt es im Prinzip nur eine Antwort. Die ideale Voraussetzung zum Debuggen von Android-Apps ist ein Android-Gerät. Möglichst halbwegs aktuellerer Bauart, also ein Android 10, 11, 12 ist wirklich praktisch. Es sollte nach Möglichkeit ein unverbasteltes Android-Gerät sein, wo man dann passenderweise auch den passenden ADB-Treiber mit installiert. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal, da brauche ich jetzt ein USB-C-Kabel, weil mein halbwegs aktuelles Android-Gerät hat einen USB-C-Anschluss. Das hier mal reinsetze. Nehmen wir das Gerät mal. Oh, es hat sogar noch Strom. Ich nutze normalerweise kein Android-Gerät. Daher bin ich immer wieder überrascht. Noch 53% Akku. Ja, macht man nichts, braucht es kein Akku. Läuft das alles gut? Und da sage ich jetzt, ja, das ist richtig. Das will aber nicht an den Ubuntu-Rechner, sondern an dieses Gerät. Und da habe ich ein, das ist ein Mi Mix, was jetzt mit dem Gerät verbunden ist. Und habe ich hier eine geräteübergreifende Anwendung, leere Anwendung. Sollte im Idealfall das Gerät hier auch schon unter Android erscheinen, unter Android 32 und 64 Bit. So sollte es sein. USB-Debugging ist aktiviert. Und da haben wir es. Gut, zurück zur eigentlichen Frage von Harald. Was ist das Ideale zum Debuggen von Android-Apps auf dem Android-Gerät? Ganz einfach. Harald fragt ja an der Stelle auch noch nach Android-Emulatoren. Offiziell unterstützen wir keine Android-Emulatoren. Es gibt durchaus Android-Emulatoren, die man dafür benutzen könnte. Offizielle Aussage von Embarcadero ist, wir unterstützen keine Android-Emulatoren. Es gibt auch zwei wesentliche Gründe dafür. Die meisten Android-Emulatoren sind heutzutage Intel-basierend, sind damit rasend schnell. Aber das Android-Kompilat, was wir erzeugen, ist ein ARM-Kompilat, das heißt für die ARM-CPUs, Neon-Unterstützung, ARM32-Bit, ARM64-Bit. Wir unterstützen keine direkte Kompilation für Intel ARM oder für Intel Android. Wir machen nur rein ARM32, ARM64. Das ist noch nicht mal unbedingt das Problem, weil da gibt es noch wieder diese Houdini-Bibliothek. Also Intel-Android-Emulatoren können auch wiederum über die interne Houdini-Bibliothek ARM-Code auf dem Android-Intel-Emulator umsetzen. Das funktioniert auch manchmal ganz gut, aber dazu haben wir keine Erfahrung, auch keine Empfehlung. Zweiter wichtiger Grund ist, warum keine Android-Emulatoren. Im Vergleich zu einem Android-Gerät sind sie immer noch schnarchen langsam. Das heißt, selbst wenn ich irgendwo die Houdini-Bibliothek auf diesen Intel-Android-Emulatoren habe oder direkt mit einem Android-Emulator, der auch ARM emuliert, wirklich direkt unter der Haube sind diese Grotten langsam. Und es empfiehlt sich generell immer hier mit
Android-Geräten direkt zu arbeiten. Müssen bei Delphi 11.2 weitere Programme auf dem Windows 10 gerechnet startet werden? Nein, das ist im Allgemeinen nicht der Fall. Gehe ich jetzt hier mal mit hinein und entsperre auch mein Gerät. Dann sollten wir dann auch an der Stelle was sehen. USB-Debugging zulassen. Ja. Wichtig ist bei der Gerätekonfiguration, ich gehe mal hier in eine Kommandozeile, hoffe, dass ich ADB im Pfad habe. Nein, habe ich nicht. Deswegen gehe ich mal hier, dir, adb.exe, wo haben wir denn ADB? Jetzt mache ich mal die Holzhammer-Methode. Okay, da haben wir es. Da gehen wir auf die Plattform Tools. Da haben wir bestimmt ein Verzeichnis oder irgendwie was drin. ADB Devices. Wichtig ist, ich muss über das ADB, über die Android Debug Bridge, mein Gerät finden. Das heißt, hier hat er jetzt auch tatsächlich das Gerät gefunden mit einem relativ kryptischen Namen. Android Debug Bridge bedeutet es auch an der Stelle, dass mein Android-Gerät hier gefunden worden ist und es auch im Gerätemanager als Android Debug Bridge hier gefunden oder inkludiert worden ist. Ich habe den passenden Treiber dafür installiert. Erst wenn ADB den Erfolg vermeldet, bin ich überhaupt in der Lage, das auch in der IDE zu sehen. Und in der Tat, hier sehe ich es dann auch unter 32-Bit, 64-Bit. Ich habe ja ein Mimix 2S, werde ich dann auch auf der Econ Anfang November, entwicklerkonferenz.de vom Software- und Support-Verlag, werde ich ein paar lustige Sachen vorstellen. Delphi lasse ich dann auf dem Android-Gerät direkt selber laufen. Klingt komisch, ist aber so. Und dann kann ich damit arbeiten. Wenn ich jetzt damit debuggen möchte oder hier an der Stelle mit dieser Anwendung arbeiten möchte, wird von der IDE von Delphi alles dafür vorbereitet. Also ich muss auf dem Windows-Rechner nichts weiter installieren. Ich muss mein Android-Gerät richtig konfiguriert haben. Die eigentliche Kommunikation zu einem LLDB, zu einem Debug-Server auf dem Android-Gerät, das macht Delphi unter der Haube alles automatisch. Das heißt, auch hier wiederum irgendwo ein sehr sinnfreies Show-Message, insbesondere auf Android. Hier mal debuggt und ich setze hier mal einen Breakpoint. Wir sind in der Debug-Konfiguration. Wir gehen auf 64-Bit. Ich starte das Ganze mal. Auch das dauert jetzt natürlich eine halbe Ewigkeit. Es gibt mir mal die Möglichkeit, einen Schluck Wasser zu nehmen. Entschuldigung, ohne Mute. Und die entsprechende Paketierung für das Gerät wird hier zusammengestellt. Kann ich mir das Ganze auch nochmal anschauen? Im Idealfall schon. Ich starte hier mal einen sogenannten Reflektor. Und mit diesem Reflektor sollte ich dann auch die Möglichkeit haben, ein entsprechendes Screening einzuschalten. Okay. Starten. Ja, da haben wir dann auch mein Gerät. Da haben wir dann auch meine Anwendung. Drücke jetzt einfach mal auf OK. Respektive, er ist jetzt dann hier auch im Idealfall in meinem Breakpoint drin. Und ich kann jetzt hier im Einzelschritt, Gesamtschritt dazu durchdebuggen. Da sieht man dann hier auch, bla bla bla, wird er auch soweit geladen, bla bla bla. Er ist jetzt hier auch an dem entsprechenden Haltepunkt mit dabei. Und ja, das wird von Delphi alles automatisch mitgemacht. Kriegt man natürlich manchmal hier die Hinweis dazu, ja, da die Anwendung reagiert nicht mit allem, was dazu gehört, aber das ist normal innerhalb des Debuggings und das geht. Und das war jetzt hier mein Android-Gerät und das Debugging. Also, die generelle Empfehlung ist, Android-Emulatoren fürs Debugging kann man durch die Bank weg vergessen. Tut mir leid für diese sehr pauschale Aussage. Immer besser auf einem Android-Gerät direkt zu debuggen. Das geht dann auch, wenn es dann einmal eingestellt ist, auch relativ schnell. Würde ich jetzt hier irgendwo was ändern in meinem Source Code Android 64-Bit,
Dann sage ich einfach mal, die Anwendung wird gestoppt und ich sage jetzt einfach nochmal neu deployen, neu debuggen, neue Debug-Umgebung einrichten. Dann geht das relativ zügig, hängt natürlich davon ab, wie viel RAM Ihr Rechner momentan hat, wie schnell die Verbindung ist mit allem, was dazugehört. Aber so eine Debug-Session, die startet dann schon relativ zügig im Vergleich zu einem Emulator auf jeden Fall schneller. Und schwuppdiwupp, schon in Anführungszeichen wird es weitergegeben. Ja, es ist jetzt nicht so wie unter Win32 und Delphi starten, debuggen, läuft, sondern die muss halt eben auch immer paketiert werden, signiert werden, komprimiert werden, übertragen werden, installiert werden und dann ist die Anwendung dann auch da. Gut, damit sind wir dann auch soweit durch mit allen Fragen, Sorgen, Nöten, Anträgen. Ja, dann bedanke ich mich erstmal soweit für die Aufmerksamkeit, dass so viele hier geblieben sind. Nichtsdestotrotz sind noch drei Fragen reingeporoppt. Andreas fragt hier, ich habe mir mit der Installation einer Fremdkomponente den System-Include-Pfad zerschlossen. Optionssprache C++ Pfad und Verzeichnisse. Kann man die Einstellung für alle Plattformen vorher sichern und nötigenfalls wiederherstellen? Andreas, falls noch da, ja, dazu gibt es ein entsprechendes Werkzeug innerhalb meiner installierten IDE. Das heißt, generell kann man Einstellungen der IDE migrieren. Man kann sie sich damit auch vorher wegsichern. Und dieses Tool findet sich im BIN-Verzeichnis der Installation und heißt migrationtool.exe. Migrationtool.exe gibt mir die Möglichkeit, die Einstellung in eine Datei zu exportieren oder aber auch die Einstellung zu importieren. Auch über Versionsgrenzen hinweg. Dafür sind die weiteren Dinge hier da. Das heißt, welche Produktversion möchte ich exportieren? Er liest dann im Prinzip die Sicherung aus und dann hier zum Beispiel auch die entsprechenden Pfade. Die kann ich exportieren und dann auch jederzeit wiederum importieren. Migrationtool.exe im BIN-Verzeichnis. Ein weiterer Andreas fragt hier, wie kann man Markdown aktivieren? Frage war schon um 10:36 Uhr, also vor einer knappen Stunde. Muss man gar nicht aktivieren. Man fügt einfach seinem Projekt eine Markdown-Datei hinzu. Ach, nicht Datei entfernen, sondern Datei hinzufügen. Hinzufügen. Frei nach Jean Pütz habe ich das hier schon mal vorbereitet. Und zwar möchte ich hier keine Passdatei hinzufügen, sondern sage einfach eine MD-Datei. Eine MD-Datei, die hier mal mit dabei ist. Und dann habe ich sie an der Stelle wirklich in meinem Projekt. Und dann habe ich hier eine ganz normale MD-Datei mit all ihren Formatierungsmöglichkeiten, die ich dann auch habe. Alles gut. Also muss nicht aktiviert werden, einfach dem Projekt hinzufügen, dann habe ich auch die Voransicht. Matthias, mein Namensvetter, fragt, jetzt habe ich wohl nicht richtig aufgepasst. Ja, das ist Pech, Matthias. Stichwort lokale Get-It Packages. Wo kann ich diese downloaden? Nicht in der IDE. Wir werden in Zukunft. Aufgemerkt, wir werden in Zukunft einige wichtige der IDE Get-It-Packages auf my.embarcadero.com zur Verfügung stellen. Welche das sind, wann das denn sein wird, sei es mal dahingestellt. Das ist unser Plan. Also nicht alle, einige. Wo werden die zur Verfügung gestellt? Unter my.embarcadero.com. Hier noch der Verweis von Matthias. Hier scheint es wohl nicht zu gehen. getitnow.embarcadero.com, das ist völlig richtig. getitnow.embarcadero.com für alle die, die es noch nicht kennen oder die es noch nicht kennen und jetzt kennenlernen wollen. getitnow.embarcadero.com ist einfach nur ein Browser über Get-It Packages. Nicht mehr, nicht weniger. Das heißt, da werden mir einfach nur informativ einige Dinge angezeigt, auch nicht alle.
mit allem, was dazugehört. Und damit kann ich einfach nur browsen, was dabei gehört. Wenn ich hier zum Beispiel mal nach Bookmarks suche, sollte ich hier im Idealfall die Bookmarks finden, auch in verschiedenen Versionen, je nachdem für welche IDE-Version, ist ein reiner textueller Browser. Sind auch nicht alle dabei. 285 ist deutlich weniger, als normalerweise da sind. Andreas hat sich nochmal gemeldet, der mit der Fremdkomponente System Include Pfad zerschossen hat. Der bedankt sich hier. Damit möchte ich an der Stelle auch das Webinar schließen. Andreas, Zitat, vielen Dank, war cool, informativ und hat Spaß gemacht. Andreas, das ist mir kein Geld wert, ein Vorteil wert, nein, Scherz beiseite. Vielen herzlichen Dank, Andreas, für diesen Kommentar. Und damit bin ich nun auch am Ende. Alle Fragen beantwortet, die vorab geschickt worden sind oder die nachträglich während des Webinars noch eingekommen sind. Vielen Dank, dass ihr so lange dabei gewesen seid. Ihr Matthias Eising für Embarcadero Germany hier auf dem YouTube-Kanal. Bitte abonnieren und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.